Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es jetzt nach gefühlt einem Jahr endlich mal hinbekommen, eine Decke über diesen Tisch zu legen und die Sensoren in meiner Kamera, ich glaube, die lieben mich dafür. Ja, wenn ich umgezogen bin, gibt es sowieso ein ganz neues Setup, aber das dauert noch mindestens ein halbes Jahr. So, jetzt geht's aber mal los mit diesem Produkt hier. Und zwar hat mir BenQ, wie vielen anderen YouTubern, also ich mache mir da nichts vor, innerhalb der letzten 5 Wochen schossen diese Reviews von diesem Beamer hier nur so aus dem Boden. Jeder hat einen bekommen und auch ich. Das liegt ganz einfach daran, dass die Firma BenQ hier jeden anschreibt und fragt, wollt ihr das Ding vorstellen? Das hat nichts damit zu tun, dass man hier die Ideen klaut oder so. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Jedenfalls habe ich jetzt hier von BenQ geschickt bekommen den BenQ GVI oder GV1. GV1 ist richtig. Beamer, der kostet 349 Euro. Ich habe euch aber nur die BenQ-Seite verlinkt. Ich habe hier aber nichts gefunden, wo man den kaufen kann. Wenn ihr das hinbekommt, Gratulation, ich habe es nicht gesehen. Sonst könnt ihr euch ja irgendwo im Netz das billigste Angebot raussuchen. Das sage ich nicht, weil ich zu faul bin, euch irgendeinen speziellen Link zu geben, sondern ich kooperiere nur mit Amazon. Wenn es das Produkt nicht auf Amazon gibt, sage ich euch, sucht im Netz und holt euch das günstigste Angebot. So ist es. Gut, das ist jetzt hier ein portabler Projektor, also ein Beamer mit Wi-Fi und Bluetooth-Lautsprecher integriert. 350 Euro ist eine Menge Geld, aber ich erwarte von dem Ding viel. Ich habe noch nicht mal ausgepackt, ich habe es noch nicht geöffnet, mache ich gleich mit euch zusammen. Das Video wird auch ziemlich lang hier wahrscheinlich werden. Aber bevor man sich so ein relativ teures Produkt kauft, will man auch alles darüber erfahren. Und deswegen versuche ich hier in diesem relativ ausführlichen Unboxing und Review auf jeden Aspekt einzugehen. Also wir sehen hier ein relativ portables Gerät, hier ist natürlich der Beamer, ein paar Knöpfe, Lautsprecher, Lüftung und so weiter. Hier kann man dann einstellen, wie scharf das Ding sein soll. Zubehör wird gleich gezeigt, sehr schön präsentiert, mit Fernbedienung, mit Kabel und Ladegerät und einer Tasche. Also alles, was man braucht eigentlich. Kompaktes Design, bla bla blub, Kippgelenk, automatischer Trapezkorrektor, sehr geil. Das Ding kann man sozusagen überall hinstellen. Wireless-Konnektivität mit Dual-Band-Wi-Fi und direktem Hotspot. Das heißt auch, man kann das Bild kabellos übertragen. Da bin ich mal gespannt. Musik hören kann man damit auch, weil es einfach nur ein Lautsprecher ist. Mit 5 Watt bin ich ja echt mal gespannt. Entertainment zum Mitnehmen. Bin gespannt, wie lange der Akku hält. Guckt mal, man kann das überall hinstellen, dann das Bild projizieren. Das ist ja absolut geil. Also ich habe jetzt schon mal so ein Ding gehabt, das habe ich jetzt bei meiner Freundin stehen. Wir haben das ein kleines Heimkino eingerichtet, das ist von Tanker. So ein kleiner für 200 Euro. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es funktioniert. Und deswegen erwarte ich von dem Ding jetzt viel. Ja, guckt mal, wie geil das ist. Also hier wird ja direkt gezeigt, was man alles damit machen kann. Man kann halt überall hin mit dieses Ding nehmen und dann an jede Wand das projizieren, die halt ein bisschen dunkler ist. Also hier gibt es so viele Eigenschaften. Ich will das jetzt nicht alles hier vorlesen, aber das ist eigentlich das Wichtigste, bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit. Okay, das reicht auf jeden Fall für einen Spielfilm. Also einen Film, so, wisst ihr, was ich meine? Wenn man ihn nur vom Akku betreiben will, im Normalfall schließt man ihn, denke ich, an den Strom ab, an. Ja, maximale Konnektivität. Also ich versuche das Ganze jetzt hier mit dem iPad zu betreiben. Hier wird es ja auch abgebildet, also mit dem iPad. Okay. Ich habe auch natürlich Laptop oder so, man kann es überall anschließen. Aber es ist natürlich geil, wenn man das vom Handy oder vom Tablet abspielen kann. Das ist ja traumhaft. Kann man, der spielt sogar am Handy ein Spiel und da wird das an die Wand geworfen. Also, wow, da habe ich auf jeden Fall sehr hohe Erwartungen. Aber jetzt erstmal genug der Theorie. 350 Euro ungefähr ist der Preis. 4 Minuten gequatscht, unfassbar. Nee, tut mir leid, aber ich will hier nichts auslassen. Jetzt haben wir das Ding endlich mal auf dem Tisch. Ich werde übrigens nicht bezahlt fürs Vorstellen. Ich darf das Ding behalten, egal was ich darüber sage. Habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Jedenfalls haben wir jetzt hier den GV1. Wireless Enjoyment in an Instant. Okay, und so weiter und so fort. Noch ein paar Bilder in 480p. Also das Ganze ist nicht Full HD, ist aber normal. Aber da merkt man, glaube ich, keinen Unterschied. Ich bin jedenfalls mal gespannt. 3 Stunden Batterie, 15 Grad kann man das Ganze neigen, da bin ich sehr gespannt. Key Autostone ist auch gut, werdet ihr dann sehen, wenn es an der Wand ist. Wireless USB wieder, also man kann einen USB-Stick reinstecken. Das Ding hat USB-C-Anschlüsse, das ist auch ein sehr neues Produkt und ein Bluetooth-Lautsprecher halt drin. So sieht er aus, aber jetzt will ich das Ding endlich mal sehen, also wirklich in Natura. Gut. Okay, wir haben hier 2 Klebeteile.
Verpackung ist doch relativ simpel gehalten, obwohl das Ding ziemlich teuer ist, aber jetzt auch nicht zu simpel. Ist halt legitim, sag ich mal so. Okay. Wir haben hier einzelne Teile. Alter, das Ding ist ja wirklich klein. Ich habe ihn ja noch nicht in echt gesehen, deswegen konnte ich mir jetzt keine Vorstellung machen. Oh! Ey, der ist echt viel kleiner, als ich dachte. Ich dachte, das Ding füllt jetzt hier wirklich diesen Karton so gut wie komplett aus. Aber da habe ich mich geschnitten. Oh, ich mache es mal ein bisschen spannend, zeige dir erstmal das Zubehör. Aber guckt mal so die... Oh, geil. Ey, die Größe ist echt überraschend angenehm. Hätte ich definitiv gedacht, dass der größer ist. So. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe gerade so im Kopf, was ich alles damit machen kann. Also Filme schauen ist ja das eine, aber damit kann man halt auch noch richtig kreativ werden mit sowas, wenn was portabel ist. Mega nice. Also, ich muss nochmal Danke sagen, dass ich das überhaupt bekommen habe, das Ding. Also ich bin auch jemand, der sich über sowas wirklich freut. Das könnte vielleicht gar nicht glauben. Jedenfalls haben wir hier drei Steckeradapter. Das erinnert mich an die Produkte von JBL. Das finde ich sehr gut. Da hat man halt für den weltweiten Gebrauch hier gleich immer alles dabei. Und die sparen sich Mühe, weil sie nicht verschiedene Editionen herstellen müssen. So, jetzt haben wir hier gleich einen europäischen Stecker dran. Nett. Okay. Hier ist das Kabel. Das sieht jetzt nie unbedingt so sexy aus, aber ist halt nur ein Kabel, aber geht. Dieser magere Anschluss hier. Okay. Gut, da hätten wir das. Und halt die zwei Adapter hier, wenn man auf Weltreise geht. Okay. Was haben wir hier? Das ist dann der Papierkram. Ach ja, genau, in die Tasche. Und das Kabel, ja. Das war's. So, hier haben wir einen Quick Start Guide, beziehungsweise Guide de Démarrage Rapide. Ich kann kein Französisch, ich mache mich nur drüber lustig. So, jetzt haben wir hier eine Fernbedienung. Wehe, da sind keine Batterien drin. Ah, sehr schön. Gut. Das sollte jetzt auch funktionieren. Wunderschön. Sieht ein bisschen aus wie von Apple, aber ja, ist natürlich alles Plastik. Aber ist auch nur eine Beamer-Fernbedienung, aber die sieht trotzdem gar nicht mehr so schlecht aus. Boah, das Geräusch. Schönes ASMR. Ich muss mich konzentrieren. Aber Fernbedienung an sich eigentlich sehr schick. Relativ leicht auch und kompakt, aber auch nicht zu klein. Und dann haben wir hier ein USB-C zu USB-C Kabel. Das ist auch angenehm. Also, okay, schön. Dann haben wir hier die Tasche zu guter Letzt. BenQ steht dran. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei ich da eher was bevorzuge, was komplett dicht ist. Also was den Beamer zum Beispiel auch vor Regen schützt. Wenn ich das Ding zum Beispiel im Rucksack jetzt habe mit dem Beamer drin und dann regnet das und der Rucksack ist nicht dicht, dann wird der Beamer trotzdem nass. Da bevorzuge ich doch eher ein Case oder halt eine andere Tasche. Aber ist ganz nett so zur Polsterung. Man kann das Ding auch einfach nochmal dann, wenn das hier drin ist, in eine Plastiktüte wickeln. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, sonst ärgert man sich richtig doll. Gut, aber an sich ist eine Tasche dabei. Besser als gar nichts. So, und jetzt nach fast 9 Minuten sehen wir endlich mal diesen verdammten Beamer. Ich freue mich auch. Oh. Okay. Erster Eindruck. Mega geil. Also mir gefallen auch diese Farben. Oh. Guckt euch das an. Man merkt ja auch, wie sich sowas bewegt, ob das hochwertig ist oder klapprig oder so, aber das ist absolut geil. Sehr perfekt, also so muss das sein. Qualität definitiv top. Merkt man ja sofort eigentlich, wenn man was in der Hand hält. Hier unten haben wir ein Stativgewinde, das ist glaube ich ein 1/4 Zoll Gewinde. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Das ist endgeil, was die hier dran gedacht haben. Gibt es eigentlich bei jedem portablen Beamer. Jetzt Quatsch, was ich gerade gesagt habe, aber ja, kann man es einfach auf ein Stativ setzen und dann ganz einfach auch auf jede beliebige Höhe setzen. Also ein Stativ, wie zum Beispiel, wo die Kamera gerade drauf sitzt hier. Und das ist richtig, richtig praktisch. Sehr schön. Da kann man sie auch mannshoch aufstellen, ganz ohne weitere Probleme. Da muss man keine Bücher übereinander stapeln oder so. Sehr schön. Dann haben wir das BenQ-Logo. Das ist Metall. Hier sitzt der Lautsprecher, also beziehungsweise die Lautsprecher drunter, unter diesem Gitter irgendwo. Hier oben, das ist nur die Lüftung.
weil das Ding produziert natürlich viel Wärme und muss gekühlt werden mit so einem Lüfter. Ich hoffe, der ist nicht so laut. Dann haben wir hier Touchpanels. Okay, das wird per Touch bedient und hier haben wir einen richtigen Knopf. Und hinten dann USB-C Eingang und DC-In, also hier versorgt man das Ding mit Strom. Ach, da braucht man einen USB-C, USB-Stick, wenn man den einstecken will. Okay, da habe ich keinen, ich habe nur normale USB-Sticks, weil ja, da stand ja da, dass man das mit USB connecten kann. Gut zu wissen. Und hier haben wir die Einstellung für die Linse. So, okay. Naja, ich bin so ein Typ, der jetzt einfach mal auf den Knopf hier drückt. Okay. Es geht ja schon los. Also guck mal, ja, ich habe jetzt einen roten Untergrund. Der ist eigentlich so ziemlich das Beschissenste, was man wählen kann. Oh, geht doch richtig scharf, seht ihr gleich? Geil. Also, nee, das hier, ich halte das mal weiter weg, damit ihr das sehen könnt. So. Ernähren. Okay, jetzt haben wir hier das ist natürlich absolut nicht optimal. Jetzt hier dieser Untergrund. Warte mal. Nehmen jetzt einfach mal das hier. So, jetzt haben wir hier das Weiße. Das sieht natürlich schon viel besser aus. Es ist sehr hell hier. Ja, da muss man jetzt erstmal die Sprache einstellen und so weiter und so fort. Ich nehme mal gleich die Fernbedienung zur Hand, weil man die dazu verwendet. Und das funktioniert auch direkt. Seht ihr? Oh, Ton kommt auch schon raus, dem Ding raus. Deutsch wird genutzt. Jetzt muss ich mich per WLAN anmelden. Das mache ich jetzt mal schnell alles, also die Einstellung. Und dann gucken wir mal weiter. Also erster Eindruck sehr nice und auch sehr leicht einzustellen. Also das Ganze ist ja fast schon wie so ein Handy oder so, was dann halt angeht. Und da muss man einfach nur dann die ganzen klassischen Einstellungen tätigen, was aber auch ganz simpel von der Hand geht. Schön. Und so leise, so laut ist die Lüftung nicht. Hört mal hin. Ihr hört jetzt nichts anderes, aber die ist wirklich nicht laut. Also das ist echt geil. Erster Eindruck auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich richte das Ding jetzt mal ein und dann mache ich mal das Licht ein bisschen dunkler und dann sehen wir uns an der Wand. Bis gleich. So, wie man sieht, habe ich es geschafft, das Ganze mit Bluetooth zu verbinden. Hier steht er jetzt. Ich habe jetzt hier dieses Stativ ausgewählt. Ist natürlich absolut Overkill, aber nur um das Ganze mal zu zeigen, was man damit machen kann. Das Bild ist dann perfekt hier an der Wand. Der Klang ist auf jeden Fall legitim. Ist jetzt nicht unbedingt, denke ich, optimal für Musik und sowas, aber für Stimmen, für Filme und ähnliches ist das, denke ich mal, eine sehr geile Sache. Jedenfalls hat das sehr einfach funktioniert. Im Prinzip ist es ja auch ein Bluetooth-Lautsprecher, wenn man die Beamer-Funktion nicht nutzen möchte. Und wie man hier oben sieht, das leuchtet blau. Da ist halt die Bluetooth-Funktion verwendet worden. Jetzt versuche ich nochmal das Ganze mit WLAN zu verbinden, also per WLAN zu verbinden. Das war jetzt auf den ersten Blick nicht so einfach, aber ich krieg's hin und werde mich gleich wieder melden. Ich habe jetzt mein iPad mit dem WLAN verbunden und den Router auch mit meinem WLAN verbunden, also über den ganz normalen Internet-Router. Und jetzt nutze ich AirPlay in diesem Fall, um hier ja, das Ganze wunderbar an die Wand zu werfen, was ich mit meinem iPad mache. Ist das nicht geil? So, scharf ist es auch. Jetzt drehe ich das Ganze noch. Jawohl, es funktioniert. Genauso wie es soll. Wunderbar. Also was ich mit dem iPad mache, wird jetzt im Prinzip hier direkt an die Wand geworfen. Also das ist wirklich, das ist ja absolut traumhaft. Ohne Witz, das feiere ich gerade unfassbar. Also ich gucke jetzt direkt mal Ringaunus. So. Lädt einen Moment. Okay, zu der Stelle gesprungen, wo ich vorhin schon war. Also, ey, geil. Also es funktioniert halt wirklich super. Wir sehen es ja hier. Da wird es an die Wand geworfen. Hier ist es jetzt nicht mal dunkel, es ist hell draußen. Also es sieht aber angenehm aus an der Wand. Also es ist schon alles erkennbar. Natürlich sollte man dann hier Licht ausmachen und Rolle runter, beziehungsweise halt das Ganze nutzen, wenn es dunkel ist. Sehr schön. Also. Naja, steht auch so weit weg, wie es geht eigentlich an der Wand. Also hier ist nicht mehr viel Platz. Großes Bild auf jeden Fall. Also da ist mein Fernseher, das sind 55 Zoll.
Ich kann das ja gerne mal vergleichen, das ist natürlich hier um einiges mächtiger. Um einiges mächtiger. Und wir spielen das jetzt einfach mal ab. So, ich lasse jetzt hier auch weiterhin mein eigenes Video laufen gerade. Guckt mal, wie gerade das ausgerichtet ist. Geil, oder? Der Beamer merkt, wie das Bild an der Wand ist. Und gleicht das dann selbst an. Das ist echt mega geil. Also es ist halt wirklich perfekt ausgerichtet. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich eine der besten Funktionen. Man kann das Ding noch kippen. Ich habe jetzt hier den Vorteil, dass man das Stativ so... Alter! Alter Junge, bin ich jetzt erschrocken. Mein Herz. Alter. Junge, was ist denn los? Ey. Und man kann es natürlich noch kippen. Natürlich ist Blödsinn. Passt es dann? Seht ihr? Immer wenn es neu angepasst ist, gibt es einen kleinen Ruck. Und der perfektioniert das Bild. Habt ihr jetzt gerade gesehen, bestimmt echt geil. Und ja, je nachdem, wie man das an die Wand werfen möchte, kann man das umstellen. Aber also ein Stativ empfiehlt sich wirklich dafür. Ist jetzt natürlich ein sehr massives, aber ein einfaches tut natürlich genauso. Also ich bin erstmal sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ding. Ich habe jetzt nicht mal einen Kritikpunkt an dieser Stelle. Ich gucke mir jetzt nochmal ein Video mit einer sehr, sehr guten Bildqualität an, will dann nochmal das Bild an sich beurteilen. Aber danach bin ich eigentlich auch schon am Ende, weil... Was soll ich dazu noch sagen? Ich vertraue jetzt einfach mal der Akkulaufzeit an sich, wenn die 3 Stunden geht. Oder sagen wir mal 2,5 Stunden, dann bin ich damit zufrieden. Wer verwendet denn wirklich das Ding komplett kabellos? Also da fällt mir jetzt nicht so viel ein, wo ich den Beamer verwenden würde, wo es am Ende überhaupt keinen Stromanschluss gibt. Obwohl es natürlich auch sehr praktisch ist, das Ganze dann so zu verwenden. Als Bluetooth-Lautsprecher an sich würde ich ihn jetzt nicht verwenden. Dazu ist der Klang jetzt einfach nicht so gut. Und ja, es ist halt ein Beamer und kein Lautsprecher in dem Sinne. Aber erster Eindruck und auch zweiter, dritter Eindruck sind echt geil. Also wirklich, bin sehr zufrieden. Und das Ganze geht hier vor allem komplett kabellos, alles was ich hier gerade mache. Und das ist schon, finde ich schon sehr beeindruckend. So ein fortschrittliches Gerät hatte ich auch selbst noch nicht in Benutzung. So, Ton ist erstmal so leise wie es geht. Ja, das ist jetzt ein Kurzfilm von Alexi Bexi, der heißt No Limits. Hat natürlich die bestmögliche Qualität, sage ich mal so. Wie gesagt, hier ist immer noch etwas hell, aber ich will jetzt einfach mal diese Bildqualität beurteilen an sich. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera wirkt, aber geil. Also prinzipiell ist es natürlich besser, wenn es hier noch dunkler ist. Wenn das Ding näher an der Wand ist, ist die Bildqualität natürlich auch noch krasser, aber hier ist ein wirklich sehr großes Bild. Für eine so kleine Linse ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Ein normaler Beamer hat natürlich einen viel, viel größeren Output. Also da ist dieser Bereich hier halt so groß. Und da kann natürlich auch ein größeres Bild projiziert werden. Und ich bin für die Leistung, also ich bin mit der Leistung, die hier gerade rauskommt, echt sehr, sehr zufrieden. So, jetzt wollen wir das Ganze mal zusammenfassen. Wir haben hier einen Beamer für 350 Euro. Der ist portabel, Bluetooth verbindbar, WLAN verbindbar oder mit USB-C-Kabel. 3 Stunden Akkulaufzeit oder Strombetrieb. Ich finde das Ding eigentlich perfekt. Ich habe in den ein paar Stunden, die ich den jetzt hier besitze, beziehungsweise verwende, keine negativen Eigenschaften bemerkt. Die Größe, die offenbart trotzdem ein sehr, sehr geiles Bild. Der Preis ist auch nicht zu teuer, also 350 Euro. Ein normaler Beamer kostet auch nicht weniger. Und das Ding ist portabel. Man kann es auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Die Qualität ist 1A. Der ist relativ klein. Wozu werde ich das Ding verwenden? Ja, auf jeden Fall so als Stilmittel in Musikvideos, weil das Ding ja portabel ist. Man kann halt hier, wie man sieht, alles an mich projizieren und dann irgendwelche Gegenstände. Auch Outdoor, vor allem nachts sieht das richtig geil aus. Das werdet ihr ja noch sehen im Musikvideo, glaubt mir. Dann werde ich in der Badewanne Filme schauen. Also damit, wenn ich es einfach an die Wand werfe. Das ist ultra einfach, da muss ich mein Handy oder Tablet nicht in der Hand halten und die ganze Zeit Angst haben, dass es in die Wanne fällt. Ich meine, wer hat schon einen Fernseher im Bad? Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich mal umgezogen bin, offenbart meine Wohnung vielleicht noch viele andere Möglichkeiten der Nutzung. Und wenn ich mal irgendwo eine Präsentation machen soll oder etwas ähnliches,
dann nehme ich das Ding einfach mit. Super einfach. Also ich werde damit auf jeden Fall noch viel Spaß haben. Wenn ihr euch das Ding zulegen wollt, ich denke, ihr macht damit keinen Fehler. Viel Spaß damit und wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max. BenQ Berg.